und eine pyrämische Stimme, Aphrodite. Mein Leben ist vorbei. Mir bleibt nur noch das Leiden. Wenn ich mehr über dein Leiden weiß, besteht vielleicht noch Hoffnung. Es geht nicht mehr um mich. Ich sorge mich um meinen Sohn. Der Junge braucht seinen Vater noch. Dikaios ist ein kluger Junge. Er wird zurechtkommen. Nicht, wenn es nach meinen Rivalen geht. Hippokrates, es ist unklug, einen Patienten zu verstimmen. Er will, dass ich sein Leben beende. Doch das kann ich nicht. Söldnerin, bitte hilf mir. Ich leide so furchtbare Schmerzen. Du kannst nicht einfach jemanden bitten, dich zu töten, wenn ich dabei bin. Ich bin dein Arzt und erlaube es nicht. Der Schmerz kann gelindert, die Symptome analysiert werden. Dann versuche ich, dich zu heilen. Es geht um Entscheidungen. Und wir sollten selbst entscheiden dürfen, wann wir diese Welt verlassen. Und ich werde es, sobald die Zukunft meiner Familie gesichert ist. Inwiefern gesichert? Meine Familie gehört zu den reichsten in Theben. Wir haben viele Rivalen. Wenn ich sterbe, wird mein Sohn der Herr des Hauses. Er ist noch ein Kind. Mein Tod darf nicht zu seinem Nachteil ausgenutzt werden. Ich kümmere mich um deine Rivalen und gebe deinem Sohn eine faire Chance. Hab Dank, Söldnerin. Wenn du ihre Vorräte stiehlst, wird das ihre Stellung schwächen und sie daran hindern, meine Familie zu bedrohen. Es verschafft meinem Sohn Zeit. Was soll ich stehlen? Um sie wirklich zu schwächen, musst du das Schuldenverzeichnis, ihre Pfandscheine und ihre edlen Juwelen stehlen. Wo muss ich hingehen? Ihr Anwesen ist in der Nähe. Es ist eines der am schönsten gestalteten Häuser in ganz Theben. Abgesehen von meinem, natürlich. Warum sie nicht töten und die Bedrohung ganz beseitigen? Geschwächt sind sie keine Gefahr für meine Familie. Wenn sie verschwinden, wird eine andere Familie aufsteigen und zu einer Bedrohung werden. Diese Lösung sichert meine Familie und ihre Stellung ab. Man bezahlt mich für gewöhnlich nicht fürs Stehlen. Doch ich tue es. Ich bete, dass Tyche über dich wachen möge, wenn ihm das einen Anflug von Frieden beschert. Ich habe getan, was du wolltest. Die Position deiner Familie ist fürs Erste gesichert. Du gabst mir Hoffnung, dass mein Name mich überleben wird. Nun bete ich zu den Göttern, dass meinem Sohn ein längeres, gesünderes Leben bestimmt ist. Ich stehe in deiner Schuld. Du schuldest mir nichts. Wirklich. Nun, ich muss dich leider noch um einen anderen Gefallen bitten. Ich weiß, was du möchtest. Diese Krankheit zerrt mich auf. Ob heute oder morgen. Es ist nur noch eine Frage der Zeit. Hippokrates wird nicht tatenlos zusehen. Nein, aber er wird dir zuhören. Wenn du ihn überzeugen kannst, dass es das Beste für mich ist, hilft mir das. Ich will nicht langsam dahinschwinden. Ich will in Frieden sterben. Meine Familie soll mich in gutem Licht behalten. Hippokrates ist stur, aber aus gutem Grund. Er glaubt daran, Menschen zu helfen, nicht ihnen weh zu tun. Ich werde ihn nicht vom Gegenteil überzeugen können. Ich weiß, er meint es gut. Doch für mich gibt es keine Rettung. Dennoch verstehe ich deine Entscheidung. Ich muss jetzt ruhen. Es sieht aus, als würde er gut schlafen.
Ja, du hast den Geist beruhigt. Doch bis zum letzten Atemzug wird er keinen Frieden finden. Wann wird das sein? Das ist schwer zu sagen. Seinen Symptomen nach eher früher als später. Ich kann den Schmerz lindern, aber dafür benötige ich Schierling. Ich werde ihn für dich sammeln. Danke. Die Schmerzen werden nicht ganz verschwinden, aber ich hoffe, er wird sich dadurch besser fühlen. Er will sich nicht besser fühlen. Er will einfach nur würdevoll sterben. Es wäre würdevoll, sich durchzubeißen, damit ich seine Symptome untersuchen kann. Er leidet und er will sterben. Du solltest seinen Wunsch respektieren, statt ihn wie ein Experiment zu behandeln. Was du tust, ist nicht richtig. Ich werde mir von einer Mietklinge keinen Vortrag über Moral anhören. Ich habe wie alle Ärzte die Verantwortung, mein Wissen zur Heilung anderer einzusetzen. Schierling ist selten. Wo kann ich ihn finden? Er wächst in ganz Böotien. Aber sieh dich in der Nähe des Grabhügels von Platea um. Ich bin sicher, ich habe dort welchen gesehen. Warum behandelst du ihn mit Gift? Schierling ist tödlich. Nur in einer zu hohen Dosis. Wenn meine Beobachtungen stimmen, sollte er seinen Schmerz lindern. Ich besorge den Schierling. Hast du kurz Zeit? Ich würde dich gerne um einen Gefallen bitten. Habe ich gesucht. Bloß nicht sehen lassen. Na los, komm. Komm schon.
Hier habe ich deinen Schierling. Danke. Ich weiß, dieser Auftrag war unter deiner Würde, aber du hilfst meinem Patienten. Ich habe das Elixier vorbereitet. Nun müssen die Kräuter zerrieben und hinzugegeben werden. Das sollte ich hinbekommen. Sei vorsichtig mit der Menge, die du einrührst. Schierling lindert den Schmerz, doch zu viel davon ist tödlich. Wie vom Arzt verordnet. Er scheint ruhiger als zuvor. Das Mittel wirkt. Mit dem gewonnenen Wissen werde ich vielen helfen können, die noch zu retten sind. Viel Glück, Hippokrates. Ich hoffe, unsere Pfade werden sich wieder kreuzen.